ich bin politisch sehr fokussiert, was auf der Welt abgeht, was auch in Deutschland abgeht. Ich muss ein bisschen aufpassen, bevor da irgendwann die Bundesregierung anklopft und sagt, hey, was die da machen, ist Volksverhetzung. Da kamen schon die ein oder anderen Moves in meine Richtung. Wenn ich mal was Politisches gepostet habe auf Facebook, wurde es einfach gelöscht. Wie? Welches? Ja klar, ich wurde verwarnt. Wenn sie das nicht innerhalb von so einem löschen, wird ihr Facebook-Account deaktiviert. So, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce und eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, noch die zweite Folge schnell für euch, und zwar Fanfragen. Ich habe, Keanu, eure Fragen vorgetragen. Ja, es gab ja ein paar Sachen, die waren unklar, ein paar Fansachen. Nice, ich halte das nur kurz, jetzt sind eure Fragen dran. Wir sehen uns am Ende dann noch einmal wieder. So, meine lieben Freunde, das ist der zweite Teil hier vom Was los Spezial mit Keanu und den Fanfragen. So, bevor wir anfangen. Ich schätze, wenn ihr Fanfragen schon seht, ist der Track Chill Dein Leben mit Mo Phoenix schon draußen. Chill Dein Leben. Genau, und Snippet wird auch schon draußen gewesen sein. Kannst du sagen, die nächste Single, die kommt, ist die auf dem Snippet zu hören? Ja. Okay, dann wisst ihr schon Bescheid. Überraschung. Vielleicht könnt ihr mir eine miese Video ausgucken. Ja? Ganz mies. Wart ihr im Ausland? Ich sag gar nichts. Okay. Könnt ihr mir... Bitte in die Comments einmal schreiben vom Snippet, welcher Track euch am besten gefallen hat. Ja. Von denen, die, sag mal, lasst mal Hütte und diese ganzen Videos raus. Sagt mir von den anderen, was euch am besten gefallen hat oder wo ihr euch vorstellen könnt, dass Single wird. Bin mal gespannt, ob die Leute so... Ich bin auch sehr gespannt. Ob die Leute drauf kommen. Okay, nice. So. Fangen wir mal an. Dann. Jetzt kommt. Benny Blanco fragt eine Frage. Benny Blanco. Benny Blanco, genau. Fragt eine Frage, die natürlich Standard, aber... Das fragt man sich nun mal. Würdest du Feature mit X.Y machen? Da kommen viele. Aber jetzt kommt eine andere Standardfrage, die aber vielleicht natürlich interessant sein könnte für den einen oder anderen. Warum heißt dein Album Instinkt? Weil ich einfach meinem Instinkt gefolgt bin. Das sagst du ja auch. Ich beschreibe mein Album mit einem Wort. Aber weißt du warum? Ja. Ich habe so lange drüber nachgedacht, wie nenne ich mein zweites Album? Und ich kam auf nichts. Ich war planlos, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte, ne? Dann irgendwann, wo ich nicht mehr wusste, was ich denken soll, habe ich ihm gesagt, Alter, folg einfach deinem Instinkt. Schalt alles aus. Alles. Alles Business-Technische um, was auch immer, wer was von dir verlangt oder fordert. Mach einfach. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich nenne mein Album einfach Instinkt. Und jetzt heißt mein Album Instinkt und es ist krass. Also wirklich einfach eigentlich. Es ist einfach. Ich dachte mir, vielleicht hast du so ein... Scrabble gemacht, also aufgeschrieben, Wörter aufgeschrieben. Nee, gar nicht. Mit PA telefoniert, bla, so. Was hat Pam gesagt zu Instinct? Er hat bestimmt so gemacht, ich kenne Pam. Oder, Nein. Er hat ja schon vorher ein paar Songs gehört. Ja. Und da war noch nicht klar, wie das Album heißt. Ja. Und als ich dann gesagt habe Instinct, sagt er einfach krass. Okay, nice. Okay. Ja. Was ist denn, wenn er gesagt hätte, Bruder, willst du mich eins miesen verarschen? Instinkt geht nicht. Instinkt bleibt. Ah, okay, nice. Mit wie vielen Jahren war es dir bewusst, dass du dich wie DMX anhörst? Fragt Arash oder Aras Aras Kadan. Von Anfang an. Also, die war das. Ich brauche hier keinen Hehl draus zu machen. Nein, aber war dir das selber klar, dass du das auch wirklich schaffst? Weißt du, man kann Fan von etwas sein, aber man kann es ja nicht gleichzeitig auch schaffen. Dass die Stimme auch wirklich so kennt. Nee, es war mir direkt von Anfang an bewusst, wo ich 13 Jahre alt war. 12, 13. Also mit 13. Verschisse? Andere haben nicht mal Stimmbruch. Er hat DMX-Stimmbruch. Stell dir das mal vor. Ja, ja, ich habe schon danach gestrebt. Ja. Nicht genauso wie er zu klingen, sondern diesen Stil. Kopf her wusstest du genau. Weil ich habe ihn gefühlt, wie er das meint mit dieses. Ja. Ich habe es gefühlt und ich dachte mir, geil, ich will es auch. So, ich habe von Anfang an, war mir auf jeden Fall klar, dass ich in diese Richtung gehen möchte. Nice. Das ist schon lange, lange her. Ja, ja, klar, das ist auch lange her. Das, du hast ja auch schon deinen eigenen Stil, nur das Dirty X ist immer noch da. Dirty X. Dann sind natürlich. Soll ich dir das überhaupt vorlesen, diese ganzen Feature mit das? Nein. Okay, weil das ist. Weil ich kenne nur Life is Pain. Ja. Alles andere außer Life is Pain ist nicht so wichtig. Iman Gia fragt, ein Remake von George Bush bzw. W. Bush müsste aus dem Jahr 2003 sein. Guck mal, der kennt mich von 2003, 2004. Respekt, Dicker. Der hat mich damals schon gehört. Ja. Da war George Bush, ist an die Macht gekommen genau. Und hat diese miese
Kriegspropaganda gemacht und Krieg geführt. Und zu der Zeit war ich genauso eingestellt wie jetzt, 2003. Jetzt rechne mal zurück, wie alt die anderen Fans gerade mal waren, die hier einen auf Politiker machen und so. Verstehst du, ich war damals schon so mit meinem Kopf und habe einen Track gemacht. Ich wusste genau, George Bush wird diesen Track nie hören. Aber ich wollte einfach mal meine klar, Seele... Klar, es geht um dich. Ja, ja, klar. Ein Remake davon würde ich heute nicht machen, weil George W. Bush ist out of the time. Ja, aber was ist denn mit Trump? Also ein Part 2 Trump? Wer weiß, da liegt mir auch einiges auf dem Herzen. Und nicht nur Trump, es geht nicht um Trump, es geht um diese ganze Struktur, die habe ich früher nicht ganz verstanden. Aber ich habe schon früher gemerkt, irgendwas ist schief. Irgendwas läuft hier komplett komisch. Mhm. Und ich äußere mich immer gerne musikalisch zu solchen Sachen. Und da wird in Zukunft auf jeden Fall immer mehr kommen, auch jetzt, auch damals. Ist einfach ein Teil meiner Musik. Mhm. Ja, ich denke auch auf dein Album, man hört das ja eigentlich ständig. Man hört deine Auseinandersetzung sozusagen mit deiner Umwelt ist stetig am Start. Natürlich. Um das mal wie ein Professor hier auszudrücken. Fuck the system. Valon Brando fragt nochmal, weswegen warst du im Gefängnis? Ah, da kann er recherchieren, da muss ich mich nochmal wiederholen. Ja, ja, das gibt's. Sorry, genug. Aber. Ja, nee, das ist okay. G.H. Dadon schreibt, wann hat er im Wald eine Hütte mit Mike? Wie meint er das? Weiß ich auch nicht. Wann hat er im Wald eine Hütte mit Mike? Vielleicht meint er... Sagen wenn ich in einer Hütte im Wald lebe, habe ich kein Mikrofon. Um nein, ich denke, vielleicht meint er das vielleicht anders. Oder lass uns das so interpretieren. Wann wird es soweit sein, dass du in deine Hütte gehst und, sagen wir mal, deine 2 Jahre Ruhe machst? Guck mal, das mit der Hütte ist eine Metapher. Ja. Ich weiß nicht, ob es einige von euch nicht verstehen. Das ist eine Metapher. Eine Metapher bedeutet ein Vergleich. Ja? Ich habe kein Mikrofon und keine Hütte. Man sagt es so, ich hätte gern eine Hütte im Wald, weil ich dann in Ruhe gelassen werde von diesen ganzen Blablabla. Ja, aber wann ist es denn soweit? Wann wirst du dir metaphorisch deine Hütte, also wann ist Ruhephase, Ruhezone? Ruhe? Niemals, bis ich sterbe. Okay. Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, dann gehe ich zu meiner Hütte im Wald. Perfekt. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. In Ordnung. Richtig. Sascha Wirz schreibt, einer der besten und unterschätztesten Rapper in Deutschland, Weltklasse der Mann. So. Dankeschön. Wie geht er damit um, dass sein Hype noch nicht wirklich da ist? Er hätte viel mehr verdient als bis jetzt. Ich hoffe für ihn, dass er ordentlich durchbricht. Ahu. Ahu. Schreibt Gruz. Gruz zurück. Als allererstes, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder das bekommt, was er verdient. Und wenn es das ist, was ich verdiene, dann bin ich dankbar. Aber nochmal zu der Frage zurück, Hype verdient oder nicht. Ich finde es so viel gesünder. Weil, nehmen wir jetzt mal an, ich hätte den überkrassen Hype, ja, wegen einem Song. Ja. Und alles geht durch die Decke wegen einem Song und ich habe den übelsten Hype. So, jetzt ist der Hype irgendwann unten und ich mache ein Album. Ja. Und ich werde nie wieder einen Song hinbekommen, der diesen Hype ausgelöst hat. Ja. Dann habe ich mich quasi was gemacht? Ja, das ist, ich habe mich dann quasi selbst gefragt. Das ist ja bei einigen Leuten so, die am Anfang ihrer Karriere schon den größten Song oder das größte Album gemacht haben. Dann sind die Erwartungen so hoch, ist schwierig. Es kann nur noch schlechter sein. Und ich bin dankbar, wirklich. Ich bin so dankbar, dass es nicht so ist, dass ich keinen Überhype habe. Ich bin echt dankbar. Es soll langsam wachsen und stabil. Das ist schon richtig so. Es ist schon richtig so. Gott sieht alles. Nico Jung fragt, wie wäre es mal mit einer Haus-Wohnungsführung, so mäßig, er meinte mäßig, meine Wohnung? Dass ich mit Kamera reinkomme. Würde mich sehr interessieren, wie ein Keanu lebt und kommt mal bitte nach Regensburg live. Also einerseits, ja, so ein MTV Cribs mäßig. Weiß nicht, ob wir das machen. Ich bin ein sehr bescheidener Kerl. Ja. Ich habe kein großes Haus oder sonstiges. Es ist nicht so interessant, wie du vielleicht glaubst, mein Freund. Ja, weiß ich nicht. Es ist gemütlich und ich habe dort Ruhe. Das ist doch die Hauptsache. Ja, und wann werdet ihr in Regensburg oder irgendwo anders in Bayern unterwegs sein? Zu unserer Tour. Zu der Casey Tour sind wir da in der Ecke. Ja. Und zu unserer Tour sind wir auch da in der Ecke. Check einfach die Dates, mein Lieber. Check die Dates, mein Lieber. So, Dennis Palentin, hi Kianosch und Rusi. Hello. Hello. Ich wollte fragen, was ist dein Hauptziel mit deiner Musik? Oder besser gesagt, wo siehst du dich so in 5 Jahren? Grüße Dennis aus Leipzig. PS, Album ist gekauft. So. Erstmal, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Das weiß ich nicht. Ich hoffe ganz weit oben. Und ich hoffe, dass wir in 5 Jahren so groß sind,
ja, dass wir alle Menschen erreichen, die es gibt. Und mit meiner Musik möchte ich einfach Menschen erreichen, ja, die am Boden liegen und nicht mehr wissen, was sie machen sollen, die nichts mit sich anfangen zu wissen, die einfach umherschwirren und einfach planlos sind. Und ich möchte diesen Menschen einfach ein bisschen Hoffnung geben, Energie und Kraft, dass sie weitermachen. So. Dafür steht meine Musik. Hauke Kreuzfeld fragt, Kianosch, hast du dir das Gitarrespielen komplett selber beigebracht? Und werden noch Tracks oder Beats zu hören sein wie bei Gitarre X? Deine Stimmung, also schreib deine Stimmung, einen Gitarrenfingerstyle und so weiter, emotional geladen, Hammer. Also, als allererstes muss ich dir gestehen, mein lieber Freund, ich kann nicht so gut Gitarre spielen, wie du vielleicht glaubst. Ich habe mir ein paar Griffe und diese Dinger selbst beigebracht. Ich habe es mir selbst beigebracht. Das habe ich echt. Es ist jetzt nicht so das Profi-Gitarre spielen, aber... Ja, da sind ein paar Riffs drauf. Ich freestyle einfach so ein bisschen. Sorry, die war ein bisschen laut. Aber du, ja, ein paar Riffs hast du ja drauf. Also so. Macht Spaß, funktioniert. Ist geil. Ding, ding, ding. Ist geil, macht Spaß. Ja, das macht schon Spaß. Man verlernt es nur sehr schnell. Gökem Özçevim fragt, Grüße Ruth, Grüße zurück, danke für die Was-Los-Folgen, aber Hip-Hop gerät unter die Finger der Hipsters und Trap. Was sagst du und er dazu? Ja, wollen wir das erstmal machen? Er hat einen riesen Text geschrieben, das als erstes. Ja, Musik ist eins, wir dürfen uns nicht spalten. Das ist genau wie eine Religion. Warum sollen wir uns ständig spalten? Mann, das ist Musik, wir gehören zusammen. Egal ob Trap, Hip-Hop, Oldschool, Jazz, Blues, R&B, Techno, Heavy Metal, das ist Musik. Wir müssen zusammen agieren, dann werden wir automatisch viel größer. Wir dürfen uns nicht immer spalten und sagen, ich bin nur der, der Trap hört. Ich mag dich nicht, weil du Oldschool hörst. Was soll der Scheiß, Mann? Das dürfen wir nicht machen, Leute. Lass das nicht zu. Wir müssen zusammenhalten, weil dann wird die Musik viel stärker und größer. Und das ist überall auf der Welt so. Mhm. Auch mit Religion. Das ist gleich wie mit Religion. Ja, mit allem. Hautfarbe, Religion, wo kommst du her? Was soll dieser Scheiß, Mann? Ja. Wo habt ihr das überhaupt gelernt? Ja. Baba, check, du Pelthafner, Sandige. Aber sag ich was Falsches? Nein, Mann. Es ist wirklich so. Es ist so. Wo habt ihr das her? Es ist leider so, was du gerade gesagt hast, man denkt manchmal, weiß ich doch, was du sagst. So, also das klingt so, Mann, weiß doch jeder. Aber leider weiß nicht jeder. Man muss es immer so, man muss es jeden Tag sagen. Wahnsinn, ne? Das ist so, wie als ob du jeden Tag jedem Menschen erklären musst, dass der Himmel blau ist. Ja. Das ist, und dann denkst du dir jedes Mal, Alter, sind wir bescheuert? Jetzt haben wir wieder jemanden, der eine Mauer bauen will. Jetzt will er Moslems einen Stempel im Pass tun. Früher waren es die Juden. Also, Digga, Geschichte wiederholt sich, als wären wir zu blöd. Wahnsinn. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, kannst du dir vorstellen, Shayan Khanzadeh, Salam alaikum Shoma, Portumibusam, Azizam, Kaffeeportumibusam. Schön Frage. Kannst du dir eventuell vorstellen, mal einen Song auf Persisch rauszubringen? Und hast du, glaube ich, sogar mal in einem Interview erwähnt, sagte er. Schöne Grüße an dich, Bruce, und Life is Pain, Family Dash. Grüße. Natürlich. Ich werde es sogar noch machen, in dieser Promophase. Wirklich? Wollte ich letztes Mal machen, aber ich habe es mir aufgespart. So blockmäßig? Ja. Okay, nice. Ich mache richtig nice Block. Auf Autotune. Nein. Mami, home, Mikro, nein, Alter. Killer, Alter. Das ist ja eins Killer. Ja, wer weiß, vielleicht mache ich ein bisschen. Aber ich kill das sowieso, egal wie, ob Autotune oder egal. Englisch, Gitarre. Portugiesisch, Farsi. Oder bring mir Bongos, ich kill das. Aber sag mal, du, Pierre, Mosch, zufälligerweise alles Perser. Zufälligerweise? So, ja, Illuminati. Nein, aber es ist ja witzig, alle denselben Ursprung und ihr spricht alle Farsi auch. Mhm. Also, es ist interessant. Könntet ihr mal so ein Combo-Ding machen. So auch interessant für die Einfach Iraner so spaßmäßig, warum nicht? Warum nicht alles nutzen auch? Alle Sprachen, die man spricht, nutzen. Ihr habt ja Desperados gemacht, jetzt macht doch... man muss aufpassen, was man sagt. Die Kabobo-Schrabis. Die Kabobo-Schrabis. Da macht die Rolme Sabzis. Ja. Das wäre nice. Ja, ich mach auf jeden Fall. Mosch muss sein Album eh Rolme Sabzis nennen. Ich weiß. Okay, Bruder. Dann, geil. Shivan Fardin fragt, Kianosch Azizam, hast du nicht vorgehabt, mit Hishkas was zu machen? Der lebt doch jetzt seit längerem in London.
Wie findest du dich, Kass? Eigentlich vor allem die Art, wie er von was er rappt und im Iran, wo Rap ja gerade verboten ist und so weiter. Take care, Aziz. Schöne Grüße. Natürlich, aber es ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Oder? Der ist ja auch schwer zu erstens schnappen. Erstens das, ne? Aber wie stellst du dir das vor? Ich nehme mein Handy, ruf ihn an, komm, wir treffen uns, machen einen Song. Das wäre cool. Wenn es so einfach wäre, wäre es schon längst passiert. Leider ist es nicht so einfach in der Realität. Habt ihr schon mal geschrieben bei Fazy oder nee, so? Gar nicht. Gar nicht. Nee, gar nicht. Nur über 50.000 Ecken hat man halt so ein bisschen angetouched. Weil inhaltlich seid ihr euch schon ähnlich. Ähnlich, ja. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt was von mir, ob der überhaupt weiß, ob ich existiere. So. Aber würde sich irgendwann die Möglichkeit ergeben? Natürlich gerne. Ich will nochmal für die ganzen Fans, die jetzt Hitchcass nicht kennen, sagen: Hitchcass bedeutet sowas wie niemand oder nobody. Ist ein iranischer, also ein Rapper aus Iran, der auf persischer Sprache rappt, somit auch, also ich kenne nur ihn, ich weiß gar nicht, ob es noch andere gibt. Natürlich gibt es andere, ich kenne jetzt nur ihn, aber er ist der bekannteste so, ne? So. Damals war also, er auf jeden Fall einer der ersten, die damit angefangen haben. Ja, auch internationale Bekanntheit gekriegt in den iranischen Communities, einfach auch, weil er diese politische Edge hatte. Der hat irgendwann gegen die eigene Regierung gehört und dann wurde er verfolgt. Genau, und dann musste er raus und so. Ja, also da gab es viel Publicity, nur dass ihr wisst, Freunde, über wen es hier geht. Ja, könnt ihr gerne recherchen. Abonnement. Was ist abonnieren auf Persisch? Abonnieren? Abonnement. So, hast du wieder was gelernt? Ja, tatsächlich. Wirklich? Ja, wir haben aber ja, ist ja abgeleitet. Im Farsi haben wir ja, keine Ahnung, 300-400 Lehnwörter aus dem Französischen, ganz genau. Cake, teuer, Ascenseur. So. Ja. Voulez-vous coucher avec moi? Ist ja auch aus dem Französischen. Weiß man ja. Ja, Jens Jesus fragt eine Frage, die so augenscheinlich ist, ich möchte sie trotzdem stellen. Geil, wie der schon redet. Wer war musikalisch seine größte Inspiration? Musikalisch meine größte Inspiration? Ja. Jetzt oder damals? War, das war Vergangenheit. War ist wahrscheinlich Gugush, der persische. Natürlich, wer denn sonst? Abby. Ich dachte ganz ehrlich, auf jeden Fall DMX. Jadakiss? Ja. Ludacris? Ja. Twister? Diese ganze Ecke. Nas. Das war einfach die Zeit damals. Ja. Nas auch noch? Okay. Nas auch noch. Nas auch noch mal ein bisschen früher. Aber Busta Rhymes auf jeden Fall. Busta Rhymes. Die, ich habe gerne so eine Musik gehört und dann habe ich das so ein bisschen angenommen. Das war die Golden Era. So, ne? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Sowas gibt es gar nicht mehr. Aber was ich an dir gut finde, ist, ja, sowas gibt es nicht mehr. Wie, ich bin auch mit dieser Mucke aufgewachsen. Genau, was du gesagt hast. Wu-Tang, Nas, diese ganze Ära so. Obwohl Twister also schon ein bisschen moderner auch war. Ja, Twister war moderner. Ist schon ein bisschen moderner. Wie der damals auf Kanye, wo Kanye noch Kanye von früher war, wo der diese R&B-Samples hatte, wie der so auf einmal... Der ist krass gewesen. Ne? Ja. Nicht, weil das Twister ist. Ja. Ich habe an jedem Künstler immer was gehört, wo ich sagte, Alter, das hatte so krass drauf. Busta Rhymes hat diese Performance, die er Mike hat, diese Wahnsinns-Performance, wie der hoch und runter geht. Twister hat dieses penible Taktgefühl. So, und da habe ich mir überall so ein bisschen geguckt und gedacht, boah, das muss ich auch einsetzen, damit ich meinen Rap perfektioniere. Und das habe ich so angenommen. Das war auf jeden Fall. Bei Twister, was ich so krass fand an ihm, ist einer der ersten so, also Busta Rhymes auch, aber Twister so krass, er war sehr schnell, natürlich Double Time, aber du hast ihn einfach auch verstanden. Das ist klare Ausdruck. Ne? Das ist krass. Da habe ich mir ein Beispiel dran genommen, deswegen habe ich das gehört. Ja, also muss man sagen, also nur schnell rappen, das bringt mir nichts. Das muss ich auch verstehen irgendwie. Nico Wojciechs. Keine Plan, wie man das ausspricht, mein Lieber. Polak. Polska, glaube ich. Ja, oder? Wahrscheinlich. Okay, Kochanie, Ribka. Hi, Kianosch, kann es sein, dass Haftbefehl auf deinem Album ist? Nein. Am Ende deiner neuen Lieder hört man, folgt deinem Instinkt. Sorry, aber was hörst du da? Das bin ich. Und er sagt, das ist Haftbefehls Stimme, wenn ich mich nicht irre. Du irrst dich. Gewaltig, mein Freund. Krass, wie kommt er denn da drauf? Ich habe keine Ahnung. Okay, in Ordnung. Ja, gut. Ich frage mich manchmal, wie die Leute das hören. Ich würde mal gerne daneben sitzen, so als Geist. Ja, und dann so. Und einfach mal beobachten, wie der sich das anhört. Beim Kacken, beim Zähneputzen, beim was weiß ich was machen. Alter, was ist los? Aber pass mal auf, als ich vorhin dein Snippet gehört habe, ne, auf den Autotunes, war ich mir nicht immer sicher, ob du das bist, weil man das ist nicht gewohnt. Natürlich nicht. Woher also, das? Weil du auch die Stimme, aber auch die Stimme anders ist. Ne? Du machst nicht die Kettensäge da. Ich habe ja nicht nur eine Stimme. Ja, natürlich. Ich aber spiele du oft, klar, aber oft, man kennt dich halt oft mit der... Aber die Leute, die mich wirklich kennen,
Es gibt einige Ausnahmen, die mich richtig von früher kennen. Ja. Die wissen, dass ich mit 4, 5 verschiedenen Stimmen spiele. Und die hören das sofort raus. Kennst du bei einer der ersten Male, wo ich nicht unterscheiden konnte oder wo ich nicht genau wusste, ist da das jetzt ist schon, also an einer, die ich mich erinnere, ist Eminem. Wie heißt er? Mit dieser White Flag alten da. Dieser Track White Flag. Wo der seine Freundin umbringt und bla und I brought it on a starter cap. Da 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 ba da ba da ba. Und was ist das? Ah, wie heißt der Track? Ja, Eminem. Stan. Bei Stan hat er am Ende, verstellt er seine Stimme so, ich glaube, das ist eine normale Sprechstimme. Da wusste ich echt beim ersten Mal nicht, ob der das selber ist. Mhm. Ich so, boah, krass, wie er sich das anhört, wie er das so umstellt, Alter. I've wrote it in a starter cap. Aber ich finde das cool, wenn ein Künstler mit seiner Stimme spielt. Weil ja, dann wird das nicht langweilig. Ne? Ja. Gibt es immer was Neues zu entdecken. Das ist auf meinem Album auf jeden Fall der Fall. Yes. Geboren 1987 im Iran. Dann nach Deutschland gekommen, eure Sprache gelernt. Yeah. Also ein bisschen an wie so ein Alien, der sagt, ich habe euch infiltriert. So, ich bin auf die Erde gekommen. Ich bin auf die Erde gewatcht. 1987 war ein gutes Jahr für mich. Ich bin 86 nach Deutschland gekommen. 87 haben wir das Asylheim verlassen. Hm. Ein Jahr circa Asylheim. Haben wir die erste normale Wohnung gehabt. Mein Dad hat Arbeit gefunden. So 87 war auch, ich glaube, die ersten Filme, die mich so getoucht haben. Wie alt warst du da? 7, 6. Krass. Ja, dann ich glaube, hast du so richtig Verstand schon entwickelt und nicht, was abgeht. Ich bin ja hochbegabt. Also, wie sagt man? Wie ist das, wenn man 140 IQ hat mit 4? 3 Steine. Ismael Irren. Hi, Ruth. Hi, Kianos. Die Frage: An was hast du gedacht, als du? Ja, als du das hatten, weil du den Albumnamen Instinct ausgewählt hast. Aber lass uns zu seiner nächsten Frage. Könnte man nicht auf der Abstandtour von KC Backstage mal treffen, quatschen, Fotos machen und so? Das wäre echt nice, schöne Grüße. Natürlich. Kann man dich auch haken? Aber ihr macht Meet and Greets und so ein Shit, ne? Ja, also, ihr trefft euch mit den Leuten. Ja. Ihr werdet, ich kenne euch doch, ihr macht eh richtig Ausnahmezustand, ne? Ja. Komm einfach vorbei. Ja, hey, schöne Grüße an Kianos und Ruth, Sven Richter. Ich wollte mal fragen, ob es den Track bei dem Blog Bang den Trend. Hm. Das ist das, was du vorhin wahrscheinlich erzählt hast, ne? Gibt's den als Vollversion? Nein. Das ist so ein Ding. Hier, der will diese. Vollversion? Das ist die Vollversion. Gibt's also, er meint wahrscheinlich. Nein, das ist ein, so Spotify. Ja, ich habe das Ding gemacht, um einfach kurz mal zu demonstrieren. Was möglich ist. Wenn ich will. Ja. Bang den Trend. In Sekunden. Das ist ganz easy einfach. Nice. Aber auf dem Album gibt es mindestens Songs, die, wenn nicht sogar noch stärker sind als dieser. Shit. Eyup Keskin fragt, er zitiert von dir, sie verbieten meine Musik wegen politischem Einsatz. Mhm. Könnte er manche Lieder nicht auf das Album packen? Oder was ist das? Ich muss einfach aufpassen. Es ist kein Geheimnis. Ich bin politisch sehr fokussiert, was auf der Welt abgeht, was auch in Deutschland abgeht. Und ich halte die Augen immer offen und versuche das mit in meine Musik einzubringen. Nur ich muss ein bisschen aufpassen, bevor da irgendwann die Bundesregierung anklopft und sagt, hey, was die da machen, ist Volksverhetzung. Und dann gibt es da ein paar Probleme. Deswegen achte ich da ein bisschen drauf. Und da kamen schon die ein oder anderen Moves in meine Richtung. Wenn ich mal was Politisches gepostet habe auf Facebook, wurde es einfach gelöscht. Ich wurde verwarnt. Wie? Echt? Ja klar, ich wurde verwarnt. Wenn sie das nicht innerhalb von so und so viel löschen, wird ihr Facebook-Account deaktiviert. Bitte informieren Sie sich, blablabla. Wegen jetzt vielleicht Content-ID? Vielleicht war das jetzt ein Video oder Fotomaterial, was nicht dir gehört hat? Vielleicht sowas? Okay, man weiß es nicht. Okay. Also, ihr wisst, 23 Auge Eule. Handshake nur. Diese Welt ist einfach korrupt und dreckig. Peter, kennst du noch? Simpsons Handshake so, dann krieg ich noch Sachen billiger. Bist du ein Simpsons-Freak? Nee. Na, dann nicht. Kann ich dir leider nicht erzählen. Aber kennst du iranische Filme? Samad Aura? Samad Andar. Ich bin gar nicht so in diese Filme-Sache. Iranische Filme kennst du nicht, Bruder? So, bitte. Ich lügen jetzt? Samad Aura, Dar Roy Ejdeha, glaube ich. Er wird so. Kennst du nicht? Bruder, Samad, bester Komiker. Willst du jetzt sagen, ich bin kein Iraner, weil ich diesen einen verdammten Film nicht kenne? Nein, Mann, Quatsch. Ja, kennst du diese? Du bist kein richtiger Iraner. Nein, für mich ist einer kein richtiger Iraner, wenn er Kronmes hat, sie nicht gut findet. Zum Beispiel. Nein, das ist ja unmöglich eigentlich.
Das ist ja ein Ding der Fesenjun, Bruder. So. Wann, was ist dein Lieblingsiranisches Essen? Alles. Das, jeder Iraner sagt boah, das. Alles. Ich schwöre dir, ne, ich bin kein Freak, Nationalist, irgendwas. Aber iranisches Essen ist das Einzige, wofür ich in den Krieg ziehen würde. Alles. Ich bin auch alles. Also eine Delikatesse für mich ist Sabun. Boah, aber das ist schon... Das ist schon... Aber das haben ja auch alles... Sabun ist ja... Ist also, ja nicht nur iranisch. Ist ja nicht nur iranisch. Zunge aber, übrigens, Zunge. Zunge, ja. Aber zum Beispiel... Mit Zitrone drauf. Ja, aber so... zum Beispiel, was so typisch iranisch ist, Fesenjun ist ja... Fesenjun, also ja. Das ist Mutter von iranisch. Das ist iranisch. Das ist auch übergeil. Ich liebe alles. Boah, Fesenjun. Und dann haben wir natürlich auch die Sachen, die alle haben. Türken, Libanesen, dies, das haben das auch alles. Spieß, Mies, Reis. Ja, das ist Standard. Bruder, Alter, da geht nicht ohne. Die Kebab Boshrabis kommen. Kebab, Kebab Boshrabi. Hast du noch eine schöne Frage? Ja, ich habe eher noch... Boah, ich, ey, Dicker, du hast... Und über 1000 Leute haben mir eine Frage gestellt. Ja. Guckt der noch so auf seine Rolex? Das ist keine Rolex. Ich guck eine Frage. Ich trage keine Rolex. Lass mich gucken. Würdest du einen Song machen mit... ja, das sind halt viele. Das ist halt viel. Bist du auf Cass Debütalbum? Ja, ich bin da. Ich habe den gefeatured damals. Ja. Wo wir zusammen auf Tour waren auch. Ist schon ein bisschen länger her. Das kommt jetzt raus, das ne? kommt jetzt erst raus. Okay, also damit ihr wisst, ihr habt schon länger her. Ja, schon lange her. Okay, cool. Wie ist der Kontakt so? Seid ihr cool? Wir sind cool. Wir sind okay. Alles cool. Cem Selvi hat das gefragt. Grüße an dich. So. Kommt nochmal was mit Azad. Grüße aus der Schweiz. Ruz, mach keine Filme und stell diese Frage. Predran Savovic. Ich habe diesen Film gemacht. Kommt was mit Azad? Mit Baba AZ. AZ. Also es ist auf jeden Fall ein großer Wunsch von mir. Für, wer weiß, eines Tages vielleicht, wenn sich die Wege noch mal... Was heißt eines Tages? Kommt. Du warst doch auf Tour, du könntest das schnappen. Ich bin nicht so einer. Ja, ich will, guck mal, ich finde, schnappen, Mann. Ich finde, es muss passen. Ich will es ja nicht nur machen, damit ich für mein Dings werbe. Es soll einfach von beiden Seiten richtig cool passen. Ja. Und dann wird es auch richtig krass. Es soll nicht nur Mittel zum Zweck werden, weil das ist für mich eine Sache. Stimmt. Da man macht es nur wegen Name-Dropping dann. Viele machen wegen Name, man hat einen scheiß Track eigentlich dann. Deswegen will ich sowas, wenn ich schon sowas mache mit so einem Künstler, dann muss es echt was Krasses und Besonderes sein. Und es muss von beiden Seiten wirklich mit Herz sein. Dann sehr, sehr gerne, wirklich. Perfekt. Also können wir denn eigentlich schon verraten, wer eigentlich alles auf dem Album ist? Ist das schon raus? Ja, ja. Weiß man schon, ne? Ja, weiß man. Okay, an dieser Stelle weiß man das schon. Ich wusste jetzt nicht, wann das Video erscheint. Also dann vergiss es, dann wisst ihr es schon an dieser Stelle. Okay. Ja, dann kommen wir zum Ende, Freunde. Stell ich noch eine miese Frage, dann sind wir durch. Jetzt kommt's. Ich habe jetzt nur gelesen, letzte Frage war, hörst du auch französischen Rap? Und wenn ja, was hörst du so? Also ich höre nichts gezielt. Den einzigen, den ich ein bisschen mal gepumpt habe und auch sehr faszinierend fand, ist Kerry James. Sagt ihr das was? Krass, nee, gar nicht. Mach keinen Scheiß. Wie heißt das? Was ist los? Kerry James? Kerry James. Nee. Gehört zu dem K. Was? Gehört zu dem K. Ach so, doch, dann kenne ich. Kerry James? Ja. Okay. Der ist auf jeden Fall einer der Künstler. Der macht doch sehr viel politische Dinge und sehr krass. Ich verstehe leider nicht 90% von dem, was er sagt, aber ich fühle es. Okay, ich muss aber sagen, ich weiß, wer das ist. Ich habe 100 Pro ein paar Tracks von ihm gehört, aber ist jetzt nicht so, dass ich sein Album mir reingezogen habe. Ich kenne nur, wo er auch mit drauf ist. Ich habe sein Album auch nicht gehört. Also ich habe das auch nur so peripherisch. Ich kann jetzt ihm leider nicht sagen. Ich habe sein Album jetzt auch nicht gehört, aber ich habe ein paar Videos von ihm gesehen. Okay. So, wo was ich ist, eins was gesehen habe, wollte ich das nächste sehen, dann habe ich das nächste gesehen. Was ist denn, was toucht dich denn da? Ist das wenn man halt nicht versteht so richtig, was toucht dich da? Das Gefühl, wie er das ausspricht, seine Mimik, Gestik, wie er die Dinge sagt, wie das rüberkommt, wie es klingt, was für Bilder im Video auftauchen, dann fühle ich das schon. Ah, nice. Das ist nice. Verfolgst du eigentlich dann sozusagen den Helden der Jugend, DMX noch? Was macht der? Keine Ahnung, ich habe gesehen, der hat mit Jay-Z ein Foto, wo die so Arm im Arm hängen. Ich glaube, der hat bei Jay-Z unterschrieben, Alter. Ja, wirklich? Bei Rock? Ich glaube schon. Ich glaube, der war echt nochmal einen letzten Schritt. Weißt du, dass er, auch obwohl er viele Eskapaden hat, Whiskyflasche austrinken, durchdrehen, Drogen nehmen und so, abgesehen davon, ist er der einzige Rapper, dessen jedes Album, was er rausgebracht hat, auf die Eins gegangen ist? Wahnsinn. Ich glaube, vielleicht Jay-Z hat es auch geschafft, wobei Jay-Z die letzte Album, das letzte mit diesem Samsung-Koop war, da haben viele gesagt, ist nicht real eins, weil war ja irgendwie so, aber ich glaube, DMX
wenn ich mich nicht recht irre. Freunde, wenn ihr es besser wisst, schreibt in die Kommentare. Das ist Kianosch, Life to the Pain. PA Sports ist da hinten. Ich bin hier. Mosch ist in Berlin. Schönen Grüße morgen in Berlin. An unsere Leute, Life is Pain. Wir werden sehr groß. Mo Phoenix, das ist eine geile Bande. Check die Jungs aus. War mir eine Ehre, wirklich mit dir abzuhängen wieder. Oh mein Gott, diese Zeit, die du mir gibst. Am 17.02. kommt mein zweites Solo-Album. Yes. Instinct. Check Freunde. Das ab. Freunde, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, ey, soll ich mir das kaufen oder nicht? Sein Snippet ist draußen. Ich sag gar nichts dazu, hört selber, ehrlich. Ja, auf dem Life is Pain Channel ist das Snippet, ne? Ja, ja. Zieht euch rein und dann schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr den jungen Mann supportet oder nicht. Wir sehen uns im Outro wieder. Bei der Was-Los-Folge, die vorangegangen ist, konntet ihr aller Wahrscheinlichkeit nach eine miese Limited Edition. Heute haben wir viel Limited geredet. Bruder, heute haben wir viel geredet. Edition. Und sorry, dass ich euch vollgelabert habe von 1987. Geil. Bruder, Bruce. So. Bruce Freunde, macht Interviews. Bruce macht Interviews. Und ich bin ein bisschen beleidigt, auf dein Album habe ich keinen Name Drop. Hast du? Du musst doch mal die Buchstaben zusammenwürfeln. Hab ich doch. Der musst du zusammenwürfeln. Bruce. Als er im Knast gegangen ist, hat er gesagt, wenn ich rauskomme, mache ich 2 Name Drops auf meine Alben. Habe ich doch. Der hat nur nicht zugehört, Leute. Was los, das los. Instinct, Freunde, wir sehen uns im Outro. Ciao. Yes, yo, Freunde. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hier nochmal Fanfragen mit Kianosch. Hi. Ja, ein sympathischer Kerl. Macht geile Mucke. Was sagt ihr zu Kianosch? Habt ihr ihn verfolgt? Feiert ihr? Ja, kennt ihr ihn auch vor dem Durchbruch so? Ist Desperados und was für euch gewesen? Ist, Szenario? Ist das was für euch? Und was sagt ihr zu Instinct? Ja, ihr habt ja schon ein paar Sachen gehört. Ja, will die eine haben? Ist meine, ja, aber ich könnte die ja verlosen. Schreibt mir einfach bei Facebook oder Twitter, dann gebe ich euch noch ein Szenario. Aber die Box behalte. Bruder, soll ich alles verschenken? So, meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen. Ja, Gangzeichen, damit ihr wisst, das ist eine Hip-Hop-Sendung. Damit keiner sagen kann, hey, Ruth, du machst hier aber Schlager-Themen. Nee, ist eine Hip-Hop-Sendung. Gangzeichen. So, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns die Tage dann. Ich habe noch ein paar Folgen für euch, Bruder. Mies!